Wieder mit dabei bei Closure. Drittletztes Level, Level Nummer 8 der finalen Level. Ich begrüße euch ganz herzlich anscheinend zu einem Level mit Wasser. Oh nein. Schwimmt nicht zu tief. Oder? Geh nie tief ins, Wasser, weil es da tief ist. Wo ist eigentlich die Tür? Hat einer schon die Tür gesehen? Wo ist die Tür? Wo ist denn die Tür? Ach, ja, klar, wir standen vor der Tür. Logisch. Natürlich. Vergesst es. Also da ist der Schlüssel. Oh, verstehe. Ach du Scheiße. Ja, okay. Wir müssen also den Schlüssel von dem einen Becken durch dieses mittlere Becken zum rechten Becken kriegen. Nur einer Kugel. Gleichzeitig, dann habe ich auf jeden Fall schon mal drei Lichtquellen, beziehungsweise vier mit dem mit der Kugel. Dann könnte ich jetzt. Dann könnte ich jetzt. Alter, wie soll das denn gehen? Hier runterspringen. Ins Wasser zum Schlüssel, den Schlüssel holen, da auf das Brett legen. Und dann das Ganze nur rückwärts machen. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber. Ja, ja, klar. Ich muss erst nochmal einmal hier runter. Die scheiß Kugel hier hinlegen. Weil ohne die komme ich nämlich sonst nachher gar nicht raus, wenn ich den Schlüssel hier abgelegt habe. Alles klar. Ich komme hier nicht weg. Hui! So. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. Kleine Tauchexkursion. So, jetzt lege ich den Schlüssel hier ab. Nehmen wir die Kugel mit. Kommen wir mit der. Ach, der doch. So, jetzt drehe ich diesen Strahler auf diese Strahler drauf. Drehe diesen Strahler dann nach da. Drehe diesen Strahler.
vielleicht. Oh, wir haben schon das erste Blut. Oh nein! Oh nein! Scheiße! Komm schon! Kacke! Ach, ich komme hier nicht raus. Oh, ja, ich hab den Schlüssel! Alter! Gut, ich hab den Schlüssel jetzt. Ach Mist! Das ist mein Fehler. Los, komm, 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 komm! Oh, das klappt, das klappt! Yes! Fehler machen, wie ihr wisst. Das klappt ja wie wild. So. Ich wollte es gerade sagen. Nein. Ach, kommt, ey. Ich hab's eben gesagt. Ich bin so gut im Fehler machen. Scheiße. So ein Mist. Was ist das? Ich wollte es gerade sagen, wenn ich jetzt springe, fällt da runter, aber ich wollte hier nicht so langsam rübergehen, weil sonst falle ich hier runter. Aber ich habe vergessen, dass hier Wasser ist, was mich auffällt. Fängt. Ich hasse dieses Spiel. Ja, dachte ich tatsächlich wieder beim ersten Mal. Ja, okay, beim fast ersten Mal. Böswilligerweise bin ich halt immer wieder rausgeschwommen. Das zählt nicht. Mist! Deswegen hat es wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich Hunger habe. Das schneide ich raus. Ach Mann. Da wollte ich wieder zu viel. Und habe sogar noch extra vorsichtig die Scheißding hochgemacht. Das ist einfach unfair, das Spiel. Ich hasse es. Warum konnte das nicht Dennis oder Martin machen? Wenn die sich darüber aufgeregt. Ich hab's doch. Ihr habt's gesehen, ich kenne die Lösung. Jetzt könnte ich doch eigentlich theoretisch sagen, okay, komm, wir gehen ins nächste Level. Nein.
woanders hin. Verdammte Axt, ey. So. Folgendermaßen. So, kann jetzt nichts passieren. Hoffe ich. Kann nicht. Gut. Wird er es schaffen? Level 9 von 10. Gucken gleich weiter. Alter. Strahlers. 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 Wo haben wir den Tod aus? Ach nee. Die Dinger nicht fallen, das war nicht klar. Ach, ich sehe schon. Ja, okay. Prinzip des Spiels verstanden. Wir können. Oh, doch, wir können den Schlüssel runterfallen. Nein, wir können den Schlüssel nicht runterfallen lassen, weil wir nämlich hier keine Kugel ablegen können. Das heißt, wir brauchen eine der beiden Kisten hier unten, wo wir die Kugel drauflegen können, wo dann auch der Schlüssel drauf fällt. Und jetzt die große Frage: Wie kriegen wir denn. Die. Das war doof. Wie kriegen wir denn da so eine Truhe weg? Okay, wahrscheinlich. Das Einfachste wäre es wahrscheinlich hier wegdrehen. Ich hätte jetzt gesagt, die fällt nach unten durch, weil ich wusste nicht, dass der Boden weiter leuchtet. Aber ja, klar, ist ja klar. Bleibt ja da oben hängen, der Strahl, alles klar. Okay, das machen wir jetzt am besten mit der Truhe auch noch. Nö, ne? Och, nö, ne? Nee. Da fällt da jetzt einer runter? Das gibt's doch nicht! Was war das denn jetzt? Ach! Da unten sind diese. Ich mach das Licht aus, wenn du mir zu nahe kommst, Dinger. So, Säcke. Was heißt jetzt hier bitte mal? Das bedeutet, ich müsste jetzt. Das Licht wieder an, Alter. So. Dann können Sie doch jetzt dann einen Ball da drunter runterfallen lassen auf diese Kugel drauf. Quatsch. Cool. So. So, jetzt will ich die andere Kiste. Drama, Alter. Also, mein Plan ist folgender. Ich schiebe diese Kugel jetzt hier nach rechts. Lasse dann da jetzt die Kugel drauf fallen.
lasse dann die andere Kiste fallen, schiebe dann beide Kisten zusammen unter den Schlüssel. Eine Kiste halt, die den Schlüssel auffängt, die andere, die die Kugel hält, weil ich meine, ich kann mich daran erinnern, glaube ich, dass mal eine ein Schlüssel mal so eine Kugel kaputt gemacht hat, als er darauf gefallen ist, oder irgendwie sowas war da auf jeden Fall mal. Und ja. Warum ist jetzt in der Mitte kein Licht mehr? War da noch nie Licht? Ah ne, haben wir ja gleich noch gemacht. Und dann, dann erhoffe ich mir quasi. Ja, dass der Schlüssel da drauf fällt, dass ich dann da wieder runtergehen kann, den Schlüssel hochholen kann, zu meiner Tür gehen kann und abhauen kann. Soweit die Theorie. Eine enge Geschichte. Aber irgendwie ist das jetzt zu leicht. Der Schlüssel fällt und fällt bestimmt daneben. Das mal zu der Seite hin, weil das ist mir ein bisschen zu riskant. Wenn nachher da unten so dieses blöde Licht aus, Ding da nachher das Licht ausmacht und dann den Schlüssel fallen lässt, dann drehe ich wieder ab. Immer noch soweit die Theorie. Alter! Was war das für eine knappe Scheiße? Jetzt habe ich ein Problem. Ich hätte den Schlüssel also doch noch da schieben müssen. Scheiße! Ich komme jetzt zwar hin, aber das bringt mir nichts. Nein, ich hätte gerade oben und unten her springen können. Nein, schon wieder verkackt. Jetzt fällt gleich die Kugel runter und macht Patsch. Toll. Mit Ansage. Wie habe ich jetzt immer angefangen? Ja, aber ich glaube, die Theorie ist nicht schlecht. Ich glaube, der Plan geht auf. Interessant, interessant. Ey, da fand ich, das ist eine Level mit dem Schwimmen da, wo wir dann... Oder wo ich persönlich ja lange Zeit mir für Zeit genommen habe. Besser. Beziehungsweise also ja, aber nein, was heißt nicht besser, sondern weitaus anspruchsvoller, schwieriger. Ich bin dahinter gekommen, ist ja der Hammer. Hier ist es jetzt ein bisschen mit den Kisten runterfallen und so, da habe ich ja schon in der ganzen Geschichte von Closure immer unglaubliches Glück gehabt. Da wieder erinnere ich an meine Lieblingsstelle, wo wir diese Kiste dann auch da so einen Ort runterfallen mussten. Lassen mussten.
irgendwie was bei einer Leiter und jedes Mal ist dieses Ding da durchgeknallt. Warum fällst du denn immer nach links? So, und jetzt schieben wir das Ganze mal nach links. Eigentlich dürfte diese Pflanze den Schlüssel nicht fallen lassen. Eigentlich. Weil eigentlich bietet die andere Kugel genug Licht. Eigentlich. So, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich erstmal. Das schaut sehr gut aus. Yes. Level 10. So Leute, das letzte Level machen wir auf jeden Fall in der finalen Folge. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Hier kommt eine Kugel, nehmen wir mal mit. Legen wir hier hin. So, dann bis demnächst. Macht's gut, ciao.